Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Gothic LP. Wisst ihr eigentlich, wann die Milch heiß genug ist? Sie ist heiß genug, wenn man sie von ihrer Haut befreit, sich sofort neue Haut bildet, die Haut nochmal runternimmt und isst und sie dann nochmal Haut hat. Dann ist sie heiß genug und genau so eine Milch steht hier gerade rechts neben mir und wird während unserer heutigen Aufnahmesession von uns getrunken. Also mehr von mir, nicht von euch. Aber ihr guckt zu und hört auch ein wenig zu. Wir hatten letztens mit Benga geschnackt und ja, haben eigentlich jetzt wahrscheinlich irgendwie was zu tun. Und ich muss ja sagen, ein wenig lange ist es schon her, dass ich Gothic gespielt habe. Lag einfach daran, hatte viel zu tun. Die Uni wollte einen Vortrag hören vom armen kleinen Bernhard, ja. Und da war natürlich, ja, viel Vorbereitung notwendig, damit das alles auch smooth vonstatten ging. Und ja, heute Abend endlich wieder Zeit, ein bisschen zu zocken. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach unsere Zeit hier mit dem Jagen von kleinen Scabbies. Zack, zack, die ja wieder viel zu stark für uns sind, wie ich gerade sehe. Also doch wieder mit Pfeilen. Na, wirst du wohl aufhören, uns hier zu beißen, du biestiges Biest? So. Weg mit dem Bogen. Und das war die falsche Taste. Ja, genau. Plündern wir die Viecher aus. So, ja, jetzt habe ich natürlich einiges mit euch vor, was wir heute wieder schaffen wollen. Also müssen wir uns sogar ein wenig ranhalten. Das sind Lurker, die wir wohl besser erstmal nicht näher betrachten. Ich wollte eigentlich ganz zu Anfang noch einmal probieren, im Söldnerlager ein wenig zu rocken. Allerdings könnten wir das auf später verschieben. Ach, erstmal werde ich sowieso einen weiteren Spielstand speichern, damit wir, falls irgendwelche Probleme auftreten, das ist ja ab und an nun mal der Fall, nicht, ja, dass das nicht verloren ist, der Spielstand, und ich eventuell neu aufnehmen könnte. Wäre ja nicht das erste Mal in Gothic, dass ich wegen irgendwelcher technischer Probleme eine neue Aufnahme starten musste. Hallo Blutfliege, komm her! Also richtig Schaden machen wir nicht, findet ihr auch, oder? Und da kommen die Lurker. Ach, gerade die da. Also, wie man sieht, habe ich lange kein Gothic mehr gespielt. Ist bestimmt... Ach, hey. Ist bestimmt eine Woche her. Und noch länger. Und, ja, wie man sieht... Wie man sieht, hat das seine Spuren hinterlassen. Ach komm, Lurker, jetzt hört er mal auf, uns hinterher zu laufen. Ist doch albern. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So, trink mal fix einen Heiltrank. Das hätte doch ist ja unglaublich. Der Lurker will's wissen, oder? Was macht denn der da hinten? Das ist doch... Der frisst doch jetzt hier gleich den armen Bauern. Oh Mann, ey. Na, mal gucken, dann besiegen wir den Lurker einfach. Oh, nicht auf uns. Ach Mensch, gerade eben wolltest du noch den Bauern snacken. Was für eine Scheiße ist das denn hier? Nicht mal unsere Erfahrungspunkte. Schade, schade. Sowas ärgert mich ja immer sehr. Überhaupt ärgert mich, wie das hier gerade eben abgelaufen ist. Laden wir einfach neu, finde ich doof. Sowohl wie wir das da gerade eben mit den Blutfliegen hatten, als auch mit den Lurkern. Ich würde mal sagen, dann machen wir einfach uns einfach mal Richtung Hafenstadt. Da oben rechts war ein rotes Kreuz. Zudem wollte ich jetzt erstmal in besonderer Art und Weise kommen, denn wir hatten ja hier vor einiger Zeit ein Gespräch mit so einem Kerl. Das war vor dieser... Da ist das Kreuz. Vor dieser Taverne gewesen. Und da hatte ich ja ein wenig ungeschickt geantwortet. Aber hey, was ist denn das für ein rotes Kreuz? Vielleicht wurde hier ja was vergraben. Vielleicht wollte ja der Kerl mit uns das hier irgendwie finden. Tja, egal. Jetzt sammeln wir die Dinger eben alleine ein. Sei's drum. So, wie kommen wir denn da jetzt gescheit runter? Leichter gesagt als getan. In die Richtung müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht zu weit bewegen, damit... Ach, da ist schon wieder so ein rotes Kreuz. Damit wir nicht wieder auf die Lurker treffen. Ich möchte mal versuchen, hier runter zu springen. Vielleicht ist das Wasser tief genug. Ja, das Wasser war tief genug. Dann können wir auch gleich... Oh, noch ein Lurker. Oh nein, weg hier. Oh Mann, ist das Wasser laut vor allem. Erstmal ein bisschen leiser. Schade, auf der Insel ist ein Lurker. Da kommen wir nicht so ohne weiteres. Können wir einen Lurker besiegen? Ich glaube nicht.
Naja, müssen wir uns noch aufheben für später. Dann paddeln wir mal wieder an Land und bewegen uns zurück Richtung Hafenstadt. Wahrscheinlich hat in der Zwischenzeit auch dieser Trinkwettbewerb endlich ein Ende gefunden. Apropos Trinkwettbewerb, ich nehme mal einen kleinen Schluck aus meinem Milchglas. Ach, manchmal bin ich echt ein Milchbube. Und vor allem wollten wir ja auch noch den letzten Teleporterstein in der Nähe von diesem, in der Nähe von dieser Taverne benutzen. So, Heilwurzel, die nehmen wir natürlich auch alles mit. Sumpfkraut natürlich auch, muss man ja auch immer mal rauchen, wenn es einem nicht so gut geht. Kommen wir hier kommen wir hoch, fantastisch. Und überhaupt freue ich mich mal wieder ein bisschen auf Corinis unterwegs zu sein, weil dieses Spiel macht einfach Spaß auf eine Art und Weise, das kann man eigentlich keinem erklären. Man muss Gothic gespielt haben, um es, um es auch irgendwie, ja, mal zu lieben. Also ich meine, wahrscheinlich sieht es sich auch ganz schön an, wenn ich so eure Kommentare lese. Wahrscheinlich sieht es gut aus, meine ich. Wahrscheinlich kann man es gut anschauen, aber spielt es einfach mal, wenn es irgendwo bei euch rumliegt. Hier ist eine Höhle. Ich würde ganz gern mal in diese Höhle reinschnüffeln. Da ist ein Goblin. Den dürften wir relativ leicht mit unserem Pfeil. Da, der erste Goblin. Der zweite Goblin. Da hinten ist noch einer. Scheint eine Höhle voller Goblins zu sein. Die treffen wir natürlich noch längst nicht, weil das viel zu weit weg ist für uns. Speichern wir mal ab. Vielleicht ist hier ein wenig Erfahrungspunkt für uns zu holen. Das ist ja heute mal in Deutsch los. Vielleicht sind hier ein paar Erfahrungspunkte zu holen. Oh, ein schwarzer Goblin. Den besser zuerst. Oh, oh. Oh, oh. Okay, jetzt ist der letzte Goblin. Nach, wo bist du? Ah, ganz viele Goblins. Müssen wir uns in eine bessere Position bringen. So. Oh Gott. So. So, der nächste. Der nächste. Und der schwarze Goblin hier. Der ist auch kaputt. Und Mann, das war, wenn ich mal so sagen darf, eine verdammt knappe Kiste. Haha. Da hätten sie uns beinahe auseinandergenommen. Mal schauen, ob die Biester irgendetwas Wertvolles dabei haben. Meistens nur irgendwelche, obwohl der hat 5 Goldstücke immerhin. Meistens nur irgendwelche schweren Äste. Der schwarze Goblin würde mich nochmal interessieren. Vielleicht ist der ja ein wenig, ein Fisch. Und dann nicht mal so ein toller Fisch wie bei Halvor. Naja, dann lassen wir das mal und schauen mal weiter, wo es hier so lang geht. Denn ein wenig neugierig macht mich diese Höhle ja schon. Und ihr wisst ja, ich werde ja schnell neugierig, bin ja auch, ach, ja, ja. Auch in Nerim bin ich ja immer sehr neugierig und gucke mir so ziemlich alles an. So, ein bisschen Werbung gemacht für ein anderes Let's Play, großartig. Dann graben wir mal hier rum und ich nehme einen Schluck aus der Milchkanne. Na, mal sehen, was wir finden. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel und sogar Erfahrungspunkte, großartig. Dann haben wir schon 2 Kreuze und wissen sogar noch, wo das dritte Kreuz ist, nämlich auf der Mittelinsel, die wir jetzt noch nicht betreten können, weil da so ein starker Lurker ist. Keine Sorgen, meine Zuschauer, das wird sich bald ändern. Zücken wir wieder unseren neuesten Bogen und haben hier wieder einen schwarzen Goblin, den wir aus der Entfernung scheinbar relativ gut treffen. Der gibt scheinbar ein gutes Ziel ab. Oh, und da ist der letzte Pfeil auch weg. Oh, oh. Ohne Pfeil. Da ist ach, eine so goldene Innos-Statue hatte der gehabt. Das ist wertvoll. Ohne Pfeil haben wir da leider wenig Chance mit dem Bogen. Ich meine, wir könnten den Bogen nehmen und mit dem Bogen auf die Köpfe unserer Gegner hauen. Aber wenn ich euch ein Geheimnis verraten darf, das hilft nicht viel weiter. Jetzt haben wir eine Menge Bolzen, aber keine Pfeile. Und überhaupt wollten wir ja auch mehr zur Armbrust gehen. Vielleicht werden wir in dieser Aufnahme auch diese Quest mit Dragomirs Armbrust machen und die Armbrust für Dragomir holen. Dann haben wir auch irgendwann eine richtige Armbrust. Besser werden wird wohl noch ein wenig dauern, dass wir das mit der Armbrust schaffen. Ah, wir haben 12 Lernpunkte, sehe ich gerade. Und 4000, fast nur noch 3000. Naja, 3500 Erfahrungspunkte noch. Bis zum Level 3, bis zum Level 9. Dann hätten wir Stufe 22. Dann könnten wir auch das Kampfgeschick ein wenig verbessern. War da was am Baum? Ja, da war eine Heilpflanze. Habe ich es doch aus dem Augenwinkel noch richtig gesehen. Und ich wollte die Truhe auf Geheiß eines lieben Zuschauers, die wir da damals nicht knacken konnten bei der Banditenbrücke, ne? Erinnert ihr euch? Wisst ihr Bescheid? Die wollte ich auch noch knacken. So, na gut. Vorher erstmal hierhin zu Orlans Taverne. Mal schauen, ob die mittlerweile ihr Saufgelage zu Ende gebracht haben. Ja.
Ich habe für so etwas keine Zeit. Sonst irgendwas Interessantes passiert wohl nicht. Die Jungs trinken immer noch. Gut. 2 Wochen ist her, dass ich das letzte Mal Gothic gespielt habe. So lange saufen die hier. Großartig. Naja, weiter geht es einfach. Gut, 2 Wochen wird es nicht her sein. 1 Woche vielleicht. Ach, wer weiß. Gehen wir einfach mal weiter hier und besuchen den... diese Brücke, wo die Banditen waren. Jetzt ist die Frage, kann uns Orlan eigentlich Pfeile verkaufen? Weil wenn, wäre das ganz sinnvoll, wenn wir uns gleich durchs dichte Fichtendickicht kämpfen wollen. Fragen wir ihn doch nochmal. Wer weiß, vielleicht hat er ja genau das dabei, was wir brauchen. Ne, Orlan? Alte Sau. Sag mal an. Hast du Ware? Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Yo, yo, Pfeile. 21 Stück, damit kommt man zwar nicht allzu weit. Aber hey. Oh, eine Schlachtaxt. Aber hey, das ist ja gar nicht mal so ultra schlecht. Wir hätten hier einen Gürtel, den wir noch tragen könnten. Tragen wir denn eigentlich so einen Gürtel gerade oder tragen wir einen Gürtel anderer Natur? Wir tragen einen Gürtel der Kraft, wisst ihr was? Das lohnt nicht allzu sehr. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Wir haben nämlich die Lederrüstung an. Das gibt einen Wahnsinnsbonus, wenn wir das jetzt hier... Obwohl, für 75 Gold brauchen wir den Gürtel der Kraft auch nicht verhökern. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Kraft demnächst. Dieser Bonus ist nämlich dann Schutz vor Waffen 5 und dann auch nochmal mit der Lederrüstung zusammen nochmal 5 an Bonus. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal Schutz vor Waffen 38. Das wird uns gegen in einem eventuellen Kampf gegen diesen Typen da am Lager von den Banditen, also von den Söldnern, ne? Da wird uns das gute Hilfe sein. Ja, deshalb erstmal das gekauft und den Gürtel der Kraft erstmal weggelegt. Ich meine, wir haben leider nur 27 Stärke. Das ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Haben wir noch irgendwelche Ringe um, die uns stärker machen? Ja, Stärkebonus dadurch und sonst nicht. Dann könnten wir eigentlich noch einen weiteren Ring nehmen. Schutz vor Waffen ist eigentlich ziemlich gut. Den Stärkebonus lassen wir dann einfach mal. Ein Überseehändler der Überseehändler-Gilde Araxos. Wo haben wir denn den Ring herbekommen? Könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr das wisst. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ja, und dann haben wir vielleicht gute Chancen. Dann hätten wir, ja gut, dann haben wir ja im Grunde schon genug Lernpunkte, um unsere Stärke einigermaßen nach oben zu bringen. Und dann könnten wir auch bald eine gute Armbrust tragen und das Geschick lernen für die Armbrust. Ist das wieder viel zu tun. Ich freue mich ja riesig. Ich mag ja sowieso den Anfang von Gothic super gerne, wo man halt, Degen der Banditen ist wertvoll, wo man sich halt noch so richtig erstmal entwickelt. Nicht und, so. Ja, deshalb gerade die ersten Kapitel machen mir immer unheimlich viel Spaß. So, Truhe. Ich habe einen Stift und ein Blatt Papier. Und dann geht's mal los. Rechts hörte sich schon mal gut an. Links hörte sich ebenso gut an. Rechts hörte sich gar nicht gut an. Rechts, links, links, rechts. Nochmal rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Ach, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Nee, rechts, links, links, rechts, 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 links. Ist wie so ein Rap, ne? Rechts, links, links, rechts, 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 links. Yeah. Na gut, solche Raps wollen wir gar nicht hören, wo die Leute dauernd rechts sagen. Alles klar, weiter geht's. Wir kämpfen hier gegen die Feldräuber. So. Und wir haben nicht allzu viele Pfeile, aber das ist genau die Richtung, in die wir gehen müssen. Locken wir mal den Feldi hier an. Da kommt er auch schon. Wupp. Aua. Wupp. Friss unsere Pfeile! Sehr gut. Das hat gut funktioniert. Dann heilen wir uns gleich mal nach. Am besten mit Buddelerfleisch. Njam, 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 njam. Abgespeichert. Und Wider Gates. Auch dieser Feldräuber soll gleich Geschichte sein. Ah, verdammt. Ach, getroffen. Juhu. So, und nochmal. Und nochmal. Und den letzten Pfeil, den sparen wir uns. Weil wir haben nicht allzu viele. So. Komm her, du. Zack. Sehr gut. Damit ist der Feldräuber auch Geschichte. Sofort wird der Spielstand gespeichert.